herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf diesem Kanal. Heute Custom Advancements. Diese Webseite hier könnt ihr dafür verwenden. Link ist in der Beschreibung unter videospezifische Links und das hier ist der vierte Anlauf dieses Tutorials, weil ich immer unterbrochen wurde. So, also wir haben hier diese Kategorien. Display, Kriterien, die Nummer 4 hier, die brauchen wir nicht. Und Rewards brauchen wir eigentlich auch nicht, kann man aber hinzufügen. So, wir befinden uns jetzt erstmal bei Details, beziehungsweise bei Display. Hier ändern wir den Titel von Advancement zu Crafty. Dann können wir hier noch auswählen Gold zum Beispiel und Bold, das sind die Farbe. Dann seht ihr hier schon, das hat sich geändert. Jetzt können wir noch eine Description hinzufügen. Lasse ich jetzt mal aus, brauche ich nicht. Hier können wir jetzt auswählen, welches Icon das Advancement haben soll. Ich möchte jetzt eine Crafting Table haben. Ihr seht es hier in der Vorschau. Wir können auch hier auf Add drücken, um weitere Advancements hinzuzufügen. So, als nächstes brauchen wir Kriteria plus, hier mache ich jetzt einfach Crafting. Hier sage ich, hier können wir alles auswählen, was es in Minecraft gibt. Ich sage Place Block. Jetzt will das die Seite wissen, welcher Block. Ich möchte den den Crafting Table haben. Und hier könnten wir jetzt noch den Count und Loot Tables hinzufügen. Lasse ich jetzt in dem Fall mal aus, brauchen wir nicht. Und hier können wir noch Experience Points hinzufügen oder Funktionen. Ja, brauchen wir auch nicht. Hier können wir uns anzeigen lassen, was in dieser Datei halt drin ist, ne? In dieser JSON-Datei. Brauchen wir aber nicht. Wir drücken jetzt hier auf Advancement Download. Das ist dieses hier. Ich klicke dann hier auf Ordner öffnen, weil dann ist es für mich einfacher. So, ich gehe jetzt auf meinen Desktop und ihr müsst dann in die Welt gehen, in den Ordner von der Welt, die, wo ihr das Pack hinzufügen wollt. Und da gibt es den den Data Packs Ordner. So, ich möchte das in diese Welt hinzufügen, deswegen schiebe ich das hier einfach als Data Pack herein. Und zwar in der ZIP-Variante. So, ja, wir können mal kurz reingucken. Ich habe hier WinRAR drauf. Sieht eigentlich aus wie ein Resource Pack. Ne? Sollte halt so funktionieren. So, dann gehen wir in das Spiel, gehen in die Map und können jetzt hier entweder Reload drücken oder ich verlasse kurz die Map und gehe wieder hinein. So, und dann sollten wir, wenn wir jetzt hier Data Pack enabled sehen. Das andere ist schon enabled. Wenn wir hier Disable machen, können wir hier Vanilla oder das Advancement Data Pack löschen. Deswegen lassen wir das so, wie es ist. Und eigentlich können wir das hier auch gar nicht sehen. Wir nehmen uns jetzt einen Crafting Table und wenn alles richtig geklappt hat, sollte jetzt, ja, jetzt haben wir das Advancement bekommen. Hier steht es auch. Crafty. Description gibt es keine. Wir haben dieses Advancement erhalten und ja, jetzt können wir hier zum Beispiel
Hier haben wir jetzt Crafty. Ja, hier haben wir nur dieses eins, nur dieses eine Advancement und ja, das bedeutet, wir können so Advancements erstellen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tutorial etwas helfen. Übrigens, das Fenster öffnet man mit L auf der Java-Version von Minecraft. Und ja, wir können auch wieder hier auf die Webseite springen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen Add. Und dann können wir hier mit dem gleichen Verfahren weitere Advancements hinzufügen. Oder auch drauf gehen, wie ihr seht, war das Rechteck hier, der Rahmen, der blaue, der war hier oben, jetzt ist er hier unten, weil der anzeigt, welches Advancement wir gerade bearbeiten. Ich kann hier aber auch wieder auf Delete gehen und dann wird es wieder gelöscht. So. Und hier haben wir dann noch Options. Hier können wir das ganze Ding zurücksetzen. Brauchen wir jetzt nicht machen. Und eben hier können wir uns, wie gesagt, den Pfeil anzeigen lassen. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tutorial etwas helfen. Probiert das aber bitte nicht im Firefox, weil der ist gerade ein bisschen buggy. Macht das über den Edge oder Chrome oder Chromium oder wie sie alle heißen. Die Webseite, wie gesagt, unten in der Beschreibung bei videospezifischen Links. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen, wie gesagt, und sage bis zum nächsten Tutorial. Schaut auch gerne mal beim letzten Video vorbei, da habe ich einen 1.18.2 Snapshot vorgestellt mit einem neuen Opening, aka Intro. So, wie gesagt, ciao, Leute.